Was geht ab, Leute? Philippa ist back mit einem neuen Video und heute ohne meine linke Armlehne. Die habe ich nämlich leider vor ein paar Tagen abgebrochen und ja, deswegen kann ich mich jetzt hier nur auf der rechten Seite abstützen. Aber ich werde mich darum kümmern, dass das Problem behoben wird. Ich denke mal, euch stört es ohnehin nicht. Und ja, wie sage ich, grüße euch zu einem neuen Video. Neue Woche, neues Video, man kennt es. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit mal wieder gesagt, dass ihr mir Fragen stellen sollt, weil ich mal wieder ein FAQ machen möchte. Und genau dieses Video kommt heute, ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, sondern starten direkt mit der ersten Frage. Die meisten wurden mir auf Instagram oder Snapchat gestellt. Also falls ihr auch mal Fragen habt, addet mich auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Und ja, eine Frage hat auch mit Instagram zu tun, die kommt aber erst später, weil die erste Frage aus aktuellem Anlass wurde mir vom Markus gestellt. Und zwar war ja vergangene Woche der BVG X Adidas Drop, also Berliner Verkehrsbetriebe, und der Levi's X Jordan Release. Und er hat mich gefragt, welchen davon ich stärker fand, weil beide waren ja relativ gehypt. Ich denke mal, fast jeder hat es mitbekommen. Gerade der BVG-Sneaker wurde ja sehr stark in den Medien angepriesen und ja, hervorgehoben, und dementsprechend war auch extremes Chaos. Also ich habe gelesen, mehrere hundert Leute halt vor dem Adidas Store in Berlin, und es stand kurz vorm Abbruch. Die Polizei hätte die Sache fast abgebrochen, weil da so viele Menschenmassen waren, die teilweise halt den Straßenverkehr und den kompletten Gehweg halt blockiert haben. Und ja, also sehr ausgeartet. Und der Levi's Drop, also Levi's X Jordan, war auch relativ geheilt. Es waren auch ziemlich viele Leute da. In New York wurde der auch abgebrochen von der Polizei, weil da auch eine zu große Menschenmasse vom Levi's Store war. Und ja, welchen ich stärker fand, also ich sag mal so, ich fand den BVG stärker, auch vom Konzept her. Für alle, die es nicht mehr bekommen haben, es war ein EQT Support 9317. Und hinten war das Sitzmuster der U-Bahn von der BVG, wie gesagt, drauf. Und das Besondere halt, in der Zunge war ein Jahresticket gültig bis Ende dieses Jahres halt. Das kostet halt normalerweise irgendwie 600, 700, 800 Euro. Und dementsprechend hatte der natürlich auch einen hohen Wert. Nachteil, man muss ihn quasi jeden Tag tragen oder immer, wenn man mit der Bahn fährt. Aber trotzdem, ich fand allein die Idee schon sehr nice. Und ja, wäre der online gekommen, ich wäre auch drauf gegangen auf jeden Fall. Wie gesagt, nur In-Store bei Overkill und Adidas. Sehr großes Drama, weil jede Zeitung gefühlt darüber berichtet hat. Und ja, ich fand den eindeutig stärker als den Levi's. Ich bin ja allgemein nicht so unbedingt der Jordan-Fan, und ja, mit diesem Jeansmuster hat mir auch persönlich nicht so gut gefallen. Ich habe allerdings ein Foto gesehen von einem, der hat den Schuh in Bleiche getränkt, also gebleicht, und dann war der halt so weiß, das sah extrem geil aus. Und ja, wie gesagt, ich fand den BVG besser. Dann Simon fragt, hast du dir 2017 schon irgendwas gekauft, Sneaker oder irgendwas anderes? Ja, tatsächlich habe ich mir eigentlich noch gar nichts gekauft, also keine Schuhe. Ich meine, das Jahr ist jetzt auch noch relativ jung, aber ich habe mir auf jeden Fall noch keine Sneaker geholt. Und ja, wie gesagt, die Supreme-Sachen kamen an, die habe ich aber letztes Jahr schon gekauft. Ich habe mir einen Gosha-Sweater gekauft, nämlich hier diesen Split-Combo-Sweater. Ja, ich finde ihn eigentlich sehr geil von der Optik. Habe mich auch gefreut, dass ich ihn bekommen habe, aber ich bin gerade schon wieder dran, ihn zu verkaufen, und zwar weil, ja, es ist eine Size M, aber der fällt so massiv breit aus, vor allem an den Ärmeln. Die Bündchen sind so eng und das hier ist einfach ultra breit, das ja, gefällt mir halt vom Fit nicht. Deswegen bin ich jetzt schon da wieder dran, den zu verkaufen. Aber ansonsten habe ich noch nichts geholt, also bis jetzt läuft es gut, das Jahr. Und die nächste Frage, welche hinterher hat auch ein bisschen was damit zu tun. Gehst du arbeiten oder wie finanzierst du dir deine ganzen Käufe oder machst du eine Ausbildung etc.? Ja, also zurzeit studiere ich Wirtschaftswissenschaften in Rostock, also ganz typisch Wirtschaft. Wird hier studiert, Leute, ihr wisst Bescheid, wie es abläuft in Rostock, meiner Hometown. Und ja, Arbeit, ich habe ja eine kleine Marke, hasseshirts.de, checkt es auf jeden Fall ab. Aber das ist ja jetzt keine reguläre Arbeit, sag ich mal, also ich hatte ja keine festen Arbeitszeiten oder so. Ich mache das ja quasi so, wie ich Lust habe oder wie halt Leute was bestellen. Also es ist quasi ja jetzt nicht, dass ich jetzt fest angestellt irgendwo bin. Also dementsprechend, ja, hoffe ich mal, dass deine Frage so beantwortet ist. Eine Ausbildung mache ich halt auch nicht, weil, wie gesagt, ich hier eben studiere. Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Und zwar, mit welcher Kamera machst du deine Fotos für Instagram, Objektive etc. wäre auch interessant. Also ich mache die Fotos auf meinem Instagram-Account @philipp_, folgt mir auf jeden Fall, mit derselben Kamera, mit der ich dieses Video aufnehme. Und zwar ist das die Sony Alpha 6000. Und ich habe dafür zwei Objektive. Einmal das ganz normale Kit-Objektiv. Das ist ein 16 bis 50 mm Objektiv
mit einer Minimalblende von 3.5, glaube ich. Das halt jetzt, damit drehe ich gerade das Video. Und damit sind zum Beispiel diese Landschaftsshots oder diese ganz normalen anderen Fotos meistens von meinem Instagram-Account, meine Sneaker-Fotos und manche Videos manchmal auch. Auch vor allem die On-Feeds drehe ich mit dem Sony 35mm 1.8 Blende Objektiv, also eine Festbrennweite, aber damit halt schön offene Blende, damit der Background schön blurry ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, mit den beiden Objektiven und der Kamera drehe ich auf jeden Fall alles, mache Fotos, ist wie gesagt eine sehr gute Kombinationskamera. Was mir auch sehr gut gefällt, dass sie sehr klein ist, also ich kriege die zum Beispiel sehr gut in meine Palace Bag oder auch in die Hustle Bauchtasche. Ist für mich eigentlich die ideale Kamera, macht super Fotos, kann gute Videos und ist sehr kompakt. Was will man eigentlich mehr an der Kamera? Also absolute Empfehlung hier, ich kriege auch kein Geld von Sony, aber falls ihr natürlich Bock auf ein Sponsoring habt oder so, ich stehe gerne dafür bereit. Das war's dann mit dem Video, wie gesagt, sehr kurz und knapp hier. Also ich weiß gar nicht, wie lange es gerade geht, aber ich hoffe mal, es ist sehr kurz und knapp, Leute, ihr kennt mich. Und dann bewertet das Video auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, die Antworten haben ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Und ja, wie gesagt, bewertet das Video, abonniert meinen Kanal für wöchentliche Streetwear- und Sneaker-Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.